So, jetzt wo ich den kleinen Jody umgestylt habe, brauchen wir ein größeres Zimmer. Ich weiß noch nicht, wie ich es am besten erweitern soll. Ich würde es ganz gerne in die Richtung ziehen. Einfach erstmal so ein Feld und dann schauen, was damit machbar ist. Ich denke, das ist auf jeden Fall ganz gut machbar. Hier haben ja die großen Jungs so ihre Betten. Und wir können da sicherlich vielleicht irgendwie dann vielleicht auch nicht irgendwas machen. Also wenn ich jetzt das so mache, dann passt da nicht noch ein Bett rein. Das hier sind ja die beiden kleinen. Ich hätte die halt schon ganz gerne noch so. So. Ach, guck mal. Wenn ich jetzt hier das eine Bett so stelle, passt trotzdem nicht noch eins. Außer ich mache hier vielleicht so eine Kante rein. Dass, einfach so eine Nische, dass da halt dann auch noch ein Bett hinpasst. Dann könnte da, guck mal, dann mache ich hier die beiden Twins sozusagen. Die schlafen dann so Kopf an Kopf,
Hier schlafen die Großen so um die Ecke wie schon immer. Und dann passt hier noch das Bett hin. Das ist doch ganz cool. Das finde ich ganz gut. Und dann haben wir hier noch die kleine Mahlecke. Ups, die kleine Mahlecke draußen. Boah, und wir haben so gar keine Geldprobleme. Das ist echt neu. Also das ist richtig krass. Vor allem brauchen wir ja diesmal nur ein neues Bett. Den packe ich mal hier raus. Der stört mich gerade. Und ja, ich würde auch gerne jetzt hier die Fruchtgummi-Guppies. Ich weiß nicht. Also wenn wir da einen haben oder so, guck mal, ja. Wir können die auch hier einfach so. Im Prinzip, also ich nehme natürlich jetzt wieder das gleiche Bett. Ich stelle es mal erstmal hin. Ich kann es jetzt entweder so hier hinstellen, so wie Lee vorher geschlafen hat. Oder ach, ich kann aber auch einfach das hier auch so stellen. Also ich kann es schon so machen. Dann gibt es hier Graces Bild. Ich weiß nicht, das kann ich mal hier hin. Das hier war ja von ihm der Fisch. Das ist von den beiden so. Sind die Fische. Das Regal. Das könnte man dann hier hinpacken, weil man da dann besser hin kann. Dann hängt es halt nirgends drüber und dann haben wir da auch noch was. Und wir brauchen ein Stück neue Wand, sehe ich gerade. So. Alles klar. Wunderschön. Also ich könnte es so machen. Dann sieht der Raum irgendwie ausgenutzter aus. Also, ja. Da ist dann nie eine Lampe, die auch fast schon jetzt wieder zu wenig ist. Ein Fenster. Aber es reicht. Also es ist ja... Alter, das sieht aus wie ein Schlafsaal. Das finde ich ja nicht so schön daran, dass es dann aussieht wie ein Schlafsaal. Das finde ich so... glaube ich, ein bisschen besser, dann staut sich das hier auch nicht so. Wenn ich das jetzt hier hinstelle, dann haben wir nur diese schmalen Wege und dann kommen die sie alle wieder nur in die Quere. Das ist, glaube ich, nicht so gut. So, dann muss ich mal gucken hier nach einem Bett. Ich habe ihm ja bei den Klamotten jetzt so ein bisschen rötliche Sachen gegeben. Wir haben hier die hellbraunen und die dunkelbraunen Holzfarben und wir haben alle karierten Sachen eigentlich schon genommen. Alle gemusterten Sachen, die mit dunklen... Ja, das hier gäbe es halt noch, aber das ist weiß. Also wenn ich ja so ein kariertes Bett jetzt nehmen will, da haben wir halt sonst, glaube ich, schon alle. Ja. Und dann gäbe es halt aber noch die Möglichkeit, ihm ein komplett rotes zu geben. Ich finde das fast... Ich finde es eigentlich ein bisschen zu bunt. Ich könnte ihm auch... Ich würde ihm ganz gerne so eins mit so einer Decke geben. Mit dieser... weiß ich nicht, wie nennt man das? Mit diesem Streifen da unten halt. Aber die gibt es nicht in Rot. Das ist ein bisschen schade. Das da ist sehr weiblich, finde ich, von den Farben. Das auch. So in Blau, Grün... Ich fände das dann am schönsten. So, also... Es ist zwar blöd, dass er dann jetzt die rote hat, aber... Ich glaube, das finde ich so ganz gut. Und... Ansonsten, ich wollte vielleicht hier das eine... in den Kinderbildern... Naja, ich lasse die nochmal da, bis zur nächsten Generation, die Kinderbilder. Aber wir brauchen die Babywiege nicht mehr. Die können wir verkaufen. Und was wollte ich noch machen? Ja, ich wollte jetzt dann gucken, ob wir uns doch vielleicht mal einen Schachtisch kaufen oder ein... was stand noch zur Auswahl? Eine Kindergeige. Genau, eine Kindergeige wollte ich auf jeden Fall eigentlich kaufen, weil... George. Weil George ja jetzt so ein bisschen in diese Musikerrichtung gehen soll. Und ich finde, das ist auch jetzt dann... eigentlich in Ordnung, weil wir haben relativ viel Geld und ich wollte ja hier diese Tolle haben. Dann sind wir wieder bei 2000, aber wir haben einfach danach ja eigentlich auch keine Ausgaben mehr.
Und ich kann es auch so rechtfertigen, dass ich sage, also dass er jetzt sowas bekommt, dass ich sage, wenn wir davon ausgehen, dass jetzt Louis bald erwachsen wird und die Farm übernimmt, dass William dann einfach sehr viel Zeit hat, wenn er dann Senior wird und dann sich ein bisschen gut oder ja ausführlich um sein Nesthäkchen kümmern kann. Deswegen kriegt er mal so was Besonderes. Also das ist nun mal dann einfach so, wenn man dann wohlhabender wird und ja, dann schon mehrere Kinder hat, die tragen dann die abgetragenen Klamotten, aber so an sich kann man denen dann schon mehr bieten als den ersten Kindern. So ist das nun mal. Und deshalb finde ich das jetzt auch ganz gut. Also ich finde das auch gerechtfertigt und das Zimmer sieht auch sehr schön aus. Ich hätte das vielleicht, ich könnte das natürlich auch in zwei Zimmer aufteilen, dass ich da noch mal so eine Wand einziehe. Hier so vielleicht. Dass er da wirklich in so einem. Das ist aber auch fies, wenn er dann in so einem Durchgangszimmer wohnt. Das ist, das ist halt wirklich nur so ein kleines Harry Potter-Kämmerchen. Das ist halt auch nicht so schön. Eigentlich nicht. Weiß nicht, die Teenies einen Raum und er. Nö, das ist blöd. Das ist, ich lasse das mal so. Und wir haben ja nur Jungs, da kann man das ja machen. Wenn die groß werden, dann müssen wir uns halt irgendwas überlegen. Wenn die erwachsen sind, dann teilen die sich natürlich nicht mehr mit den Brüdern das Zimmer, denke ich. So, aber ich finde das so ganz in Ordnung und dann, ja, ich hoffe, es gefällt euch. Ich hoffe, ihr seid auch damit zufrieden. Mit dem Schachtisch gucke ich nochmal. Das klappt ja eigentlich auch so ganz gut mit den Ausflügen, dass da William auf seine Kosten kommt. Und sonst müssen wir uns was mit der Würstchenparty überlegen. Ich nehme mal hier den Stuhl noch kurz weg und schau, was wir da noch im Inventar haben. Ach genau, das wollte ich ja eigentlich auch noch machen. Dann gucke ich mal direkt. Habe ich schon fast vergessen, das hier noch zuzufügen. So. Das passt hier gar nicht. Warte mal. Muss ich das hier draußen zusammenfügen? Oder nehme ich jetzt den schönen Tisch? Ich könnte auch den schönen Tisch nehmen, ne? Aber das passt da auch alles gar nicht dran. Geht das gar nicht? Doch. Guck mal, dann können wir uns doch jetzt mal hier so einen schicken Tisch leisten. Ich finde zwar den anderen ziemlich cool. Ich finde ihn eigentlich cooler. Und der zeigt genau so einen riesen. So, guck mal. Das passt nämlich jetzt halt nicht. Ah, da war was. Hier. So, dann haben wir. Das Buch können wir da lassen. Und das, den behalte ich. Also ich behalte den auf jeden Fall. Wenn ihr auch hier den zu schick findet und zu schön, dann. Also ich meine, William hat den selber gemacht und er kann das jetzt gut und die Stühle sind ja auch immer noch hässlich. Da könnten wir einen auch nochmal austauschen. Dann haben wir nur noch einen hässlichen. So. Also nur noch einer unbequem. Ja. Also wenn ihr das wieder zurückgetauscht haben wollt, ich habe die Sachen noch, ich verkaufe die auch nicht. Ich finde die einfach zu cool. Und dann könnt ihr mir Bescheid sagen, dann tausche ich das auch gerne wieder, weil, wie gesagt, ich finde das selbst anders eigentlich fast schöner. Aber es ist nun mal so, die Zeit bringt Fortschritt mit sich und das können wir auch nicht in dieser Wildwest-Ära leugnen. Gut, jetzt wirklich hoffe ich, dass es euch gefallen hat und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wahrscheinlich wieder, wenn ihr wieder zuschaut. Vielen Dank fürs Zuschauen und ja, bis zum nächsten Mal.